Nächster Punkt, der Bereich innere Sicherheit. Was ich nicht sagen konnte, ist, dass wir es wichtig finden, dass Polizei wirklich on the ground ist, dass genug Leute da sind, dass sie in der Nähe sind, das haben die anderen gesagt, weiß ich, dass sie in der Nähe sind, wenn was passiert, dass wir quasi den Schutzmann von früher brauchen, der rumläuft, der mit Namen bekannt ist, dem man nicht mit Argwohn begegnet, sondern wirklich mit Respekt, den man noch kennt, dass der vielleicht sogar der Nachbar ist oder der Kollege aus dem Kegelclub oder ähnliches. Sowas bräuchten wir. Wir müssen tatsächlich die Polizei wieder mehr verankern, gerade im Ländlichen. Was wir nicht brauchen, ist eine Hochrüstung der Polizei. Technik kann niemals Menschen ersetzen. Das ist ganz wichtig. Und der nächste Punkt ist, wir dürfen unsere Grundrechte, Herr Lindner hat gesagt, alles was nützt, darf die Grundrechte einschränken. Bullshit. Unsere Grundrechte sind Grundrechte und die sind nicht einschränkbar. Wir brauchen kein Racial Profiling, also Menschen aufgrund ihres Aussehens zu kontrollieren. Das, was in Köln passiert ist beim letzten Silvester, ja, das ist erfolgreich, aber wir haben ein Grundrecht und da werden Menschen aufgrund ihres Aussehens, aufgrund ihres Äußeren separiert, kontrolliert. Das dürfen wir nicht zulassen. Grundrechte gelten für alle Menschen. Und das Gleiche gilt für die Schleierfahndung. Und auch Schleierfahndung auf der Autobahn. Einfach Menschen aufgrund ihres Verhaltens, ihres Aussehens, des Zustands ihres Autos zu kontrollieren, ist nicht der Weg, den wir Piraten wollen. Wir wollen, wenn es einen konkreten Verdacht gibt, der auch begründet ist, dass dann tatsächlich zum Beispiel im Verkehr Leute rausgezogen werden, kontrolliert werden. Aber alle Menschen in unserem Land unter Generalverdacht stellen, ist ein absolutes No-Go. Da wollen wir nicht hin.